Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Wir befinden uns in einem Verteidigungskrieg als Verbündeter von der Provence und haben hier jetzt gerade dieses Land im Angriff. Diese Truppen ziehen wir jetzt gerade hier rüber, um die Brandenburger Armee vernichtend zu schlagen, würde ich jetzt mal sagen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wir müssen aufpassen, da Castille die Möglichkeit hat, uns auch von hinten anzugreifen. Das wäre jetzt nicht so positiv, aber zurzeit ist es ziemlich ruhig. Wir haben Flandern schon da oben besetzt. Mal schauen, ob da irgendwas für uns nachher möglich ist. Aber ich glaube eher nicht, weil wir nicht diejenigen waren, die den Krieg... Oder wir sind nicht die Verteidiger. Mal schauen, was bei rumkommt. Ich glaube nichts. Ja, aber dann wollen wir mal weiterlaufen lassen und schauen, was da passiert. Ach so, es war ja ein Diplomat frei. Da müssen wir mal schauen, was wir mit dem Diplomaten jetzt gerade machen. Diplomatie, kann man das? Ich glaube, Beziehungen verbessern müssen wir nicht, ne? Aber Geheimdienstaktionen. Könnten wir jetzt die Rebellen unterstützen? Ja, das bringt uns jetzt alles nicht so wirklich was, ne? Ja, müssen wir so lassen, denke ich. Wir haben mit der Provence unsere Verbindung schon verbessert. Geheimdienstaktion wollte ich nicht, Beziehungsaktion. Achso, da waren gerade offen, Beziehungen verbessern. Können wir mit Savoy mal wieder machen, damit das immer schön hoch bleibt. Aber ich glaube, das ist auch schon 100, das geht nicht mehr, ne? Schade. Wie sieht es hier aus? Ne, hier aus Provence ist 200 plus. Haben wir da noch andere Möglichkeiten? Einflussaktion, Bündnisaktion. Frieden erzwingen. Da ist nichts möglich. Was haben wir denn hier? Nee. Ist irgendwas möglich mit denen? Nein, eigentlich nichts. Gut. Unser Land anschauen. Das sieht so aus, auch gut. Gut. Was wäre hier? Wir können keinen Diplomaten... Achso, der ist auf dem Weg zurück wahrscheinlich. Dann lass uns mal gerade die 5 Tage voneinander ziehen. Okay, das haben wir geschafft. Wunderbar. Da muss jetzt gerade Frankreich etwas... So, der zweite Diplomat ist frei. Können wir einen Frieden verhandeln? Das ist jetzt die Frage, ne? Also wie das aussieht. Provinz abtrennen? Nein. Utrecht an Utrecht, das ist jetzt nicht unser Wunsch. Provinzen abtrennen. Flandern. Würden sie sowieso nicht machen. Wert des Friedens wäre 12. Okay, dann warten wir noch ein bisschen, ne? Wir müssen erstmal Brandenburg einen auf die Nuss hauen. Und diese Truppen marschieren dann mal weiter. Nehmen wir die Pause raus. Ist die Frage, was wir mit denen hier machen? Irgendeine diplomatische Sache müssten wir machen. Vielleicht verbessern wir mal gerade die Beziehung mit Castille. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Denn ist ja nur minus 65, ist ja vielleicht auch gut, wenn wir uns den Rücken da frei halten können. So, da geht's rund in Lothringen. Die haben wir abgefangen, die Brandenburger Armee. Hier sind wir drin. So, da müssen wir Brandenburg zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Ist auch nicht verkehrt.
So, drei sind es noch. Mal schauen, wohin die abhauen. Automatisch speichern. Okay. Ich glaube, jetzt muss es langsam vorbei sein. Muss nur schön aufpassen, wo die hinmarschieren. Okay, hinterher. Aber das wird nichts. Das ist Savoy, oder? Ja, das ist positiv. Ah, die kriegen wir wohl nicht mehr, die Herrschaften. Das ist Österreich, also da rein. Ja, ich würde jetzt sagen... Nee, machen wir anders. Das ist auch österreichisch, Luxemburg. Marschieren wir zurück. Das wäre sonst alles zu viel, oder? So. Mann rein da. Und Luxemburg verteidigen. Das machen wir gerade weg. Das ist die Promos, das ist gut, sieht alles ganz gut aus eigentlich. Na, gut, das passt auch noch. Na, das ist ja hier mit Burg. Die Burg hat noch 100%. Gucken, ob wir da... Achso, wir machen das mit denen dort. Und diese haben wir gar nicht rübergezogen. Die wollte ich doch auch noch dahin haben. 9% gegen die Österreicher zurzeit. Und das Heilige Römische Reich hat nichts zur Unterstützung da, oder was? Die Provence zieht gerade ab, weil da 20 Truppen sind. Okay. Frankreich hat Baden besetzt. Und das sieht gerade nicht gut aus. Dann gehen wir mal gerade so lang. Kräfte sammeln. Wer ist das denn hier? Arnsbach. Die sammeln wir mal hier. Ah, die Savoy-Leute haben aufgegeben, oder wie sehe ich das? Kriegen wir das hin? 9% erst. So, da sammeln wir die. Da kommt noch einer. Die Schweiz ist auch da. So. Wir hätten jetzt 9 und 12 sind 21. Ne, die sind in der Überzahl, die Österreicher. Das wäre gerade nicht gut. Okay, den haben sie im Endeffekt befreit. Tja. Wenn wir wüssten, dass die mitkommen würden, ne, dann wäre das ja alles kein Problem. Okay. Wir marschieren da hoch und besetzen da oben weiter. Hat ja anders keinen Sinn. Das ist die einzige Möglichkeit jetzt irgendwie... gegen die Österreicher was zu unternehmen. Da kommen nochmal 14. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir da wegkommen, in Anführungsstrichen. Da unten haben wir nur noch 8%. Oh, da ist ein großer Staatsmann gestorben. Unsere Staatsehe mit Provence ist vorüber. Das ist ganz schlecht.
Gut, das bedeutet. So, den haben wir in Kastil. Da stoppen wir jetzt die Verbesserung. Ja, den möchte ich zurückrufen. Weil das bringt uns ja jetzt momentan nichts. Wir müssen erstmal hier unten wieder mit der Provence rein Tisch machen. Einflussaktion. Ne. So. Frieden erzwingen, weil er sie jung anbieten. Protektorat etablieren. Geht alles nicht. Ist klar. Wir haben noch eine Staatsehe, steht da. Oder muss ich da erst gerade laufen lassen, damit ich da sehe, dass die Staatsehe vorbei ist? Aber sie werden dafür, sagen wir es mal so. So, das passiert noch, das ist gut so. In 3 Tagen ist der Kollege da und dann werden wir wieder mit der Provence eine Staatsehe eingehen, denke ich mal. Und wir haben wieder verloren. Aber ich glaube, keine Verluste oder alles, weiß ich jetzt nicht. So, der Diplomat ist frei. Dann versuchen wir wieder unsere Staatsehe aufrechtzuerhalten. Den senden wir dahin. Beziehungen haben sich wieder verbessert, ne? Die sind aber schon top in dem Sinne. Wo sind unsere Truppen? Da. Ha, der Österreich hat hier jetzt mal gerade 28 Truppen, ne? Rein theoretisch müssten wir jetzt da runter. Sieht stark danach aus, als ob wir uns beeilen sollten. Ja, da haben sie nicht besetzt, sondern befreit in dem Sinne. Aber die Österreicher sind noch da. Und marschieren weiter südlich, wenn ich das richtig erkenne, oder? Ja. Und wieder mal. Gut, wenn die da sind, dann machen wir das. Das ist der kurze Weg. Ah, die sind natürlich in der Festung, ne? Ist auch nicht gerade ideal, aber ich will hoffen, wir haben die Oberhand dafür. Ah, jetzt kommt noch Arnsbach dazu. Das ist ja ganz schlecht, ne? Ah, das sieht dann nicht gut aus. Können wir das mal abbrechen? Ah, shit. Müsste uns irgendeiner zu Hilfe kommen, aber das tut keiner. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Ja, aber wir sind gar nicht mal so schlecht. Die Österreicher sind moralisch nicht so gut wie wir. Ja, jetzt sind sie mit Truppen etwas stärker, aber wir haben Kampfmoral zurzeit. Steht's. 17, 18. Wir gewinnen langsam an Stärke, glaube. 16, 17. Sind unsere Verbündeten Lothringen, oder? Das wäre super, wenn die da jetzt noch eingreifen. Dann würden wir die Österreicher hier besiegen. Die Schlacht von Lothringen haben wir gerade gewonnen. Cool. Wo ziehen die hin? Da. Dann gehen wir hinterher. Wir müssen die aufreiben. Das hat anders keinen Sinn. Komm, los. Aber jetzt auch noch ein Berater gestorben. Ich weiß nicht, aber das ist alles nicht so schön, ne? Wo kriechen die denn da hin, ne? Savoy hält sich da unten tapfer. Ich möchte hinter diesen Österreichern hinterher. Brauchen sich da gar nicht verstecken.
Warum brauchen die so lange? Bereda. Wie sieht's da unten aus? Ah, da unten die haben Verstärkung gekriegt. Super. Wo sind die Österreicher hin? Das ist jetzt die Frage. Geh mal hier lang. Ne, da sind sie. Zack. Darüber. Wir haben zwar gerade erst eine kleine Unterlegenheit, aber ich denke, danach sollte es besser werden. Kommt, Jungs, ihr müsst euch aber beeilen bei der ganzen Geschichte, ne? Und hinein. Kommt. So, 16 zu 11, das ist doch was, oder? Wir haben schon 14 Punkte. Ah, da kommt eine 12er Armee nachgezogen. Ich hoffe, die Schlacht ist vorher kaputt. Sieht nicht gut aus. Und Unterstützung? Von wem wollen wir die erwarten? Ich sehe da gar keine. Ich hoffe, die Schlacht geht vorher für die verloren. Ja. So, und die 12er kriegen auch noch einen. Wunderbar. Ziehen wir nach oder kämpfen wir erst? Wir kämpfen erst, ne? Wir müssen die in die Schranken weisen. Das hat anders keinen Sinn. Okay, das haben wir gewonnen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier eine Friedensverhandlung vorankriegen. Machen wir Pause, bevor da irgendwas anderes passiert. Wert des Friedens ist jetzt 21. Achso, da habe ich einen zu viel angeklickt. So. Utrecht an Utrecht. Ja, wir fordern das mal ganz einfach, gucken, was passiert. Lehnen sie bestimmt ab, ist klar, aber den Versuch ist es vielleicht wert, oder? Wo zieht da wer hin? Das ist jetzt hier die Frage. Achso, wir haben eine Pause drin. Da kann auch nichts laufen, ne? Okay. Wir gehen da mal runter. 16. Können zurzeit keinen Frieden verhandeln. Schottland bietet uns ein Bündnis an. Das akzeptieren wir mal ganz einfach. Die sind ja ganz nett. Gut. Land ist im Krieg. Häfen werden blockiert. Kein Ding. Aber wir können in Technologien investieren. Ja, sollten wir wohl mal tun. Obwohl, vielleicht hätten wir besser irgendwo anders reingeguckt noch. Flottenmoral ist schon mal erhöht. Unsere Bilanz ist gerade nicht so gut. Aber es ist ja auch gerade Krieg. Können Kriegssteuern erheben, was ich aber gar nicht machen will. Hier, sind wir auch kurz davor. Das ist doch schön. Nationale Ideen freizuschalten. Gut. Pro
Provence läuft in unserem Land überall rum. Die sollten sich vielleicht mal sammeln. Ist hier überall Einheiten der Österreicher. Hier kriegen sie auch gerade wieder Kontra. In Luxemburg wurde schon kapituliert. Ja, vielleicht sollten wir gerade noch ein bisschen gucken, dass wir was bauen können. So ein Tempel oder sowas. Wo können wir die bauen? Ja. Definitiv bauen wir da einen hin. Und? Geht auch einer? Ne, da haben wir nicht genug Geld mehr. Alles klar, das heißt, das ist schon durch. Ansprüche auf Provinzen haben wir immer noch. Wie sehen die Verhandlungen aus? Ich möchte noch Flandern haben, geht aber immer noch nicht. Gut, dann muss es weitergehen. Eine 13. Armee gegen irgendwie eine Festung oder was? Da wird 2 gegen 2 gekämpft zurzeit. Müssen wir da was helfen? Wer ist das? Schottland möchte eine Staatsehe mit uns eingehen. Ja, warte mal. Drei Staatsehen haben diese. Ja. Aber komm, wir akzeptieren das. Gut. Und da gehe ich jetzt dahin und werde denen da nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Gut, aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon fortgeschritten. Das machen wir dann in einer nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.